wir haben 2020, das Jahr von Corona, das Jahr und der Downfall von Trump, aber auch von Homeoffice und von Videocalls. Und die meisten sehen wirklich doof aus von der Qualität her, wenn du die ganze Zeit noch von so einem verkrieselten Bild irgendwo bist und der Typ ist einfach nur so ausgeblichen. Und zwar geht es darum, wie du bessere Videocalls machen kannst, beziehungsweise das Beste an Qualität raustweaken, was da deine Bandbreite hergibt. Und es sind bloß drei einfache Tipps, die kann aber dann tatsächlich auch die Mutti zu Hause in der Küche nachmachen oder wie gesagt, der Businessmensch da draußen. Okay, let's hit it. Lieb. Mhm. Okay, also so oder so ähnlich sehen halt die meisten Webcam-Calls aus. Sehr, sehr verkrieselt, irgendwas ein bisschen Licht und die Person ist halt wirklich eher schlecht als recht zu erkennen. Da gibt's den ersten kleinen Advanced-Tipp. Der da wäre Licht. Also es ist dasselbe Setup, bloß noch mit einem großen Licht bei mir jetzt hier an. Oder in deinem Fall wäre es mehr oder weniger einfach nur ein Fenster, was du halt wirklich vor dich gesetzt hast. Also achte im besten Fall darauf, dass dein Licht, welches du hast, dass es von vorne kommt. Das heißt, setz dich nicht das Fenster hinter dich, sondern das Fenster vor dir, dass das schöne ganze Licht auf dich draufkommen kann. Dann macht das definitiv schon mal einen sehr, sehr großen Unterschied von der Qualität her. Mit mehr Licht kann die Kamera einfach besser arbeiten. Deswegen achte darauf, große Lichtquelle im besten Fall vor dir. Das heißt Fenster vor dir und irgendwas anderes meinetwegen halt im Hintergrund. Und der zweite kleine Advanced Pro-Tipp ist Audio bzw. Mikrofon. Also entweder du nimmst dann selber hier noch so ein USB-Mikrofon einfach dazu, was ich jetzt hier noch habe von Rode, ich glaube Podcaster, so heißt das. Kannst einfach anstöpseln und als externes Mikrofon verwenden. Und das werden wir gleich mal testen. Keine Ahnung, wie das Ganze klingt, aber ich hoffe einfach mal, dass der Ton jetzt schon mal besser ist als der, der meinetwegen aus dem Laptop kommt. Und das führt mich auch zu dem Punkt, dass Ton tatsächlich noch wichtiger ist als das Bild. Also sucht einfach ein großes Fenster aus für ein besseres Bild und dann investiere meinetwegen in irgendein USB-Mikrofon oder in ein Mikrofon, was ich auch noch habe. So ein normales, was du halt meinetwegen noch von deinen Filmmaking-Sachen da hast. Weil die neueren Mikrofone kannst du tatsächlich auch über USB-C einfach an den Laptop anschließen und man muss sie nicht extra wieder neu investieren. Ich lasse einfach beide Mikrofone mal in der Videobeschreibung, falls dich das interessiert. Und der dritte Part ist so die Pro-Variante, das heißt, du tauschst halt deine Webcam mit einer direkten, richtigen Kamera aus und speist die aber so in deinen Computer ein, dass sie als Webcam fungiert. Ich habe mir da tatsächlich für Produktion ein Atomos Connect gekauft. Ist halt bloß ein kleiner Stick, der dein HDMI-Signal, was du reinschickst, in USB umwandelt und dann kannst du es halt auf dem Computer einfach als Webcam anzeigen lassen. Das heißt, zack, das HDMI aus deiner Kamera geht hier rein und speist es dann einfach über diesen Stick rein. Das Geile ist, es funktioniert halt mit jeder Kamera, die irgendwie einen HDMI-Ausgang hat. Und der große Vorteil ist natürlich Controller. Das heißt, du kannst den Blickwinkel kontrollieren, du kannst die Lichtverhältnisse besser kontrollieren. Es ist einfach viel professionelleres Arbeiten. So, und so wird es jetzt tatsächlich bei mir aussehen, beziehungsweise in meinem Zoom-Call. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Inception-Style. Jetzt siehst du gerade meinen Laptop. Aber du siehst deutlich, glaube ich, schon die unterschiedliche Qualität mehr oder weniger von dem Zoom-Call, weil ich habe halt die große Kamera, konnte das Signal da reinschleifen, als Webcam verwenden und das funktioniert echt super. Auch dazu der kleine Cam-Link oder dieses Stick, einfach unten in der Videobeschreibung gibt es auch tatsächlich noch billiger, ich glaube so ab 15 Euro bis relativ teuer von Elgato für 120 Euro. Ist tatsächlich mein aktueller Favorit, weil du halt mit fast jeder Kamera das machen kannst. Ansonsten könntest du auch noch mit Canon, glaube ich, Canon Utility, kannst du deine Canon-Kamera per USB verbinden und die dann als Webcam verwenden oder GH5, beziehungsweise Panasonic hat das jetzt auch schon rausgebracht. Ich verlinke dir dazu einfach mal ein Video von einem guten Freund von mir, Matthias, der hat da schon ein Video drüber gemacht, wie das funktioniert. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass du ein paar geile, schöne Videocalls bekommst. Wie gesagt, achte auf großes Licht von vorne, Mikrofonqualität und wenn du es wirklich Next Level treiben willst, dann halt nochmal irgendwie eine andere krasse Kamera und damit ein bisschen höhere Qualität und Kontrolle. Und noch ein witziger Tipp, ansonsten kannst du auf Video und Videoeinstellungen gehen, da siehst du auch nochmal diesen Camstick, also es wäre die normale Face HD Kamera. Die sieht so aus, da merkst du schon einen deutlichen Unterschied versus halt dann tatsächlich die Kamera, wo ich das Signal jetzt reinspeise. Und ansonsten kannst du auch mit dem Video-Setting an schwache Beleuchtung mal testen.
Manchmal bringt das so ein bisschen das Clipping rein, dann sieht der aus wirklich wie so ein weißer Geist. Also da würde ich ein bisschen aufpassen mit. Ich guck mal, ob ich das hier einmal mal fix nochmal einstellen kann. Zack. Wenn ich bei dem bin, da siehst du halt jetzt hier, wie mir hier die halbe Gesichtshälfte einfach wegbrennt. Und wenn ich das hier noch härter anziehe, es funktioniert, aber das Bild sieht halt auch wirklich nochmal um einiges bescheidener aus. Deswegen. Und wenn wir jetzt wieder auf die USB-Videokamera gehen, da siehst du, ist es auch gar nicht mehr so heftig und da kannst du maximal hier noch ein bisschen anpassen, ohne hinter deine Kamera zu greifen. Jut, okelidokeli, das war's ansonsten soweit. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe oder du hast von dir aus noch irgendeinen krassen Geheimtipp, dann hau das gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich soweit bedanken und dann war's das für das kurze Feedback-Update-Video, wie du bessere, geile Videocalls in Corona-Zeiten machen kannst. Ciao. Der dritte Part der ganzen Sache wäre so ein bisschen das Pro-Variante. Ja.